Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Otto, lieber Holle, ich habe vor kurzem in einer überregionalen Tageszeitung gelesen, analog ist Trumpf. Ja, Sie haben richtig gehört, analog ist Trumpf, von wegen digital. Woran das liegt, können wir uns alle natürlich fragen, weil ja heute kein einziger Beitrag unseres Symposiums ohne das Wort digital ausgekommen ist. Nun, ich will es auflösen, die Auflösung ist wirklich einfach. Analog ist Trumpf bezog sich hier auf die Renaissance von klassischen Gesellschaftsspielen wie Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht, weil in Zeiten von Spielekonsolen, Apps, Spiele-Apps, ist es eben unvermutet populär, wieder auf das Analoge zurückzugreifen, Figuren auf meist bunten Pappdeckeln hin und her zu schieben, Würfel zu werfen, Karten aufzudecken oder auch abzuwerfen. Das Haptische, das Persönliche, die gesellische Runde, das ist alles aus meiner Sicht kein Widerspruch, dass im Zeitalter der Digitalisierung auch das Analoge in verschiedenen Lebensbereichen eben doch eine Renaissance erfährt oder es heute ja vielleicht, wie man es formulieren würde, ein hippes Statement ist, wenn bewusst der Handyknochen aus den 90ern anstatt des neuesten Smartphones gezückt wird. Meine Damen und Herren, auch heute hat sich in vielen facettenreichen Reden und tollen Diskussionen einmal mehr gezeigt, dass die Welt des Zahlungsverkehrs derzeit aber anders tickt. Analog und Oldschool sind out, Digital ist in und das Tempo dieser Entwicklung ist geradezu als atemberaubend zu bezeichnen. Wichtig ist deswegen, dass wir diese Welt aktiv gestalten, statt sie eben von anderen gestalten zu lassen. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, was fällt dir eigentlich sonst zu diesen Themen ein? Und da kam mir Theodor Fontane in den Sinn, ein großartiger Schriftsteller und Menschenkenner, aber auch deswegen, weil wir ja dieses Jahr seinen 200. Geburtstag gedenken. Er wusste schon damals um die Bedeutung eines offenen Gespräches und eines guten Austausches. Und was mir an Theodor Fontane besonders gefällt, seine klare Sprache und seine unmissverständlichen Botschaften. Durchaus nationale Interessen verfolgen, aber das große Ganze, in diesem Fall bei uns, Europa, im Blick zu behalten. Wir sind in Deutschland zu Hause, aber für mich, für uns sollte Europa unsere zweite Heimat sein. Und für dieses große Glück lohnt es sich zu streiten, miteinander im Gespräch zu bleiben und vor allen Dingen auch darüber zu reden, was wir gemeinsam bewirken können und wer von uns welchen Beitrag leisten kann. Ich selbst bin mir sicher, so und nur so werden wir auch im Zahlungsverkehr Europa schaffen, basierend auf modernen und zuverlässigen Technologien mit europäischen Lösungen sowie stabilen und effizienten Marktinfrastrukturen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich für Ihr Kommen, für Ihre Teilnahme an unserem Zahlungsverkehrssymposium und ich freue mich schon heute auf das nächste Symposium in 2 Jahren. Ich hoffe, dass dann auch alle wieder mit dabei sein können und wie immer hier zum Abschluss möchte ich Sie gerne zu einem kleinen Imbiss einladen und Ihnen danach einen schönen Feiertag wünschen, für den einen oder anderen auch einen schönen Vatertag oder Herrentag. Herzlichen Dank. Thank you.